An der Nordseeküste in Wilhelmshaven wird am Vormittag das erste deutsche schwimmende Terminal für den Import von Flüssigerdgas eingeweiht. An dem Festakt nimmt unter anderem Bundeskanzler Scholz teil. Das Terminal soll helfen, die Versorgungslücke zu schließen, die durch ausbleibende russische Gaslieferungen entstanden ist. Nächstes Jahr sollen 4 weitere Stationen in Betrieb genommen werden. Kritik an dem Projekt kommt von Umweltschutzorganisationen. Streng bewacht hat das erste schwimmende LNG-Terminal Deutschland erreicht. Die Höegh Esperanza war eigentlich für Australien gedacht, wurde dort aber aus Umweltschutzgründen abgelehnt, weil sie ihre Leitungen mit Chlor spült und das Abwasser einleitet. In Wilhelmshaven arbeitet die Industrieanlage in direkter Nachbarschaft zum sensiblen Ökosystem Wattenmeer. Das sorgt für Kritik von Naturschützern. Niedersachsens Umweltminister verteidigt das Schiff und kündigt regelmäßige Messungen an. Es gibt keinen Umweltrabatt. Alle europäischen nationalen Umweltstandards werden streng eingehalten. Die Grenzwerte werden deutlich unterschritten. Am Alfred-Wegener-Institut, einer renommierten Forschungseinrichtung in Bremerhaven, sieht man das schwimmende Terminal ganz anders. Das ist Stand des letzten Jahrhunderts. Da ist das häufig gemacht worden, dass man einfach sagt, man lässt ein Überbleibsel irgendeines Prozesses, entlässt das in die Luft, ins Wasser, in die Erde oder eben ins Meer. Ich denke, heutzutage sollte man das nicht mehr machen. Die Deutsche Umwelthilfe prüft bereits eine Klage mit dem Ziel, die Chloreinleitung zu verhindern. Für die offizielle Einweihung heute mit Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck sind massive Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Proteste werden nicht ausgeschlossen.